Hämatemesis beschreibt das Erbrechen von Blut. Gefährliche Ursachen können zum Beispiel ein blutendes Magengeschwür sein oder geplatzte Krampfadern in der Speiseröhre, die Ösophagusvarizen. Aber auch weniger dramatische Krankheiten, wie zum Beispiel eine Magen-Darm-Grippe, können durch häufiges Erbrechen dazu führen, dass es zu kleinen Schleimhautrissen und zu kleinen Blutbemengungen beim Erbrechen kommt. Auf jeden Fall sollte bei Hämatemesis immer eine Magenspiegelung erfolgen, um die schlimmen Ursachen auszuschließen.